Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen, ganz innovativen Produkt, und zwar die Black and White von Merci. Achtung, ich habe die Anführungsstriche vergessen. Ganz innovativen Produkt. Die Black and White von Merci. Jahrelang hat es gedauert, denn der Black and White Trend, gibt es den überhaupt noch? Ich glaube mal so vor 2-3 Jahren war der richtig im Kommen. Jetzt gibt es aber die Limited Edition mit 4 Sorten Merci. Mandelcreme, Cookies and Cream, Mousse au Chocolat und Mandelcrisp. Klingt aber alles sehr geil. Sie sind neu, sie sehen irgendwie halt auch fancy aus. Und deswegen schauen wir sie uns jetzt hier mal zusammen an. Black and White Sensation. So. Ja, Limited Edition, Limited Edition meine ich, von Stork. Hier habt ihr nochmal die 4 Sorten abgebildet, die wir uns natürlich alle anschauen. Hier habt ihr die Nährwerte. Wir erwarten natürlich Fett und Zucker, ist ja auch Schokolade. 4 erlesene Schokoladenspezialitäten. Hier die Zutaten. Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, pflanzliche Fette, Palm und Shea, vermutlich dann für die Füllungen. Da wird ja meistens dann Palmfett für genommen. Wir haben 5,2% Mandeln. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Mandeln jetzt auf alles runtergerechnet sind oder nur in der Sorte drin sind. Na, also das sind die Zutaten für alle 4 Sorten, aber nur in einer Sorte sind ja, oder in 2 Sorten sind Mandeln drin. Dann, ja, wahrscheinlich bezieht sich das dann auf die. Dann könnte es sein, dass in den Sorten jeweils 10% Mandeln drin sind. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, hier steht es ja auch 4 Stück. Anders kann ich mir das nicht erklären. Jedenfalls Sahnepulver drin, Butter, Reinfett, Magermilchpulver, Emulgatoren, Lecithin, magerer Kakao, Weizeneiweiß, warum auch immer, vielleicht irgendwo in den Keksen hier mit drin. Aromen sind natürlich drin, Weizen, Malz, ein bisschen herber Geschmack, Backtriebmittel und, ja, 50% bei der Edelbitter und 28% bei der weißen Schokolade. Okay. Ich habe ewig kein Merci mehr gegessen. Was ist eure liebste Merci-Sorte? Könnt ihr mir mal schreiben. Meine ist definitiv Marzipan. Ich mag Marzipan Merci. Ich mag sowieso Marzipan. Edel. Wir fangen vielleicht mal an mit... Vielleicht erst die sanften und dann die intensiven. Wir fangen mit dem Klassiker an, Cookies and Cream. Ich werde die jetzt nicht, wie man es eigentlich tun müsste, in der Mitte durchbrechen, weil wir wollen ja schließlich die Füllung sehen. Deswegen schneide ich jetzt hier einfach mal mitten rein. Und hier können wir es sehen. Ja, Schokolade sieht auf jeden Fall reichhaltig aus und die Füllung verhältnismäßig eher ein bisschen weniger. Direkt mal probieren. Knusprig, ihr könnt es vielleicht hören. Achtung. Schmilzt sehr schön. Intensiver weißer Schokoladengeschmack. Der gefällt mir sehr gut. Der Geschmack der weißen Schokolade. Innen drin die Kekse, die schmecken mir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Man hat aber eben diesen Crunch. Die Füllung, die ist auch wirklich eher weich. Das könnt ihr hier vielleicht sehen. Also ja, sie ist jedenfalls eher weich. Ist gut, ist lecker, schmeckt mir, haut mich jetzt nicht um, aber schmeckt. Dann nehmen wir nochmal eine weiße, und zwar die Mandelcrisp. Da kann man unten so ein bisschen sehen, dass das vielleicht so die beschissene Kamera mal scharf stellen würde. Ich überlege immer, mir eine neue zu kaufen. Das ist das Galaxy S10. Manche fragen immer, boah, was nimmst du für eine Profikamera? Nee, ich nehme tatsächlich nur ein Galaxy S10, aber das ist so gut für Videos. Da brauche ich nichts anderes. Ich habe schon mal erzählt, ich hatte mal das aktuelle Modell, das Galaxy S21. Ich habe das beste Modell davon gekauft. Also nicht das normale Galaxy, sondern noch das Ultra VC. Es wird 1.500 Euro. Das war die allerletzte Scheiße. Das Bild war kein bisschen besser als hier. Und hat sogar eher Probleme gemacht, weil es keinen Klinkenanschluss mehr hatte. Also echt nur Müll. Ich behalte mein S10 so lange, bis dann wirklich mal irgendwas Geiles kommt. Also wir haben hier keine Füllung, sondern da wirklich eher so Crispies innen drin. Ja, und ich vermute, oh, hier kann man es ein bisschen besser sehen. Die Stückchen, sieht geil aus. Sie sehen auch geröstet aus. Passt für mich. Auch hier wieder schön knusprig. Oh, boah, geil. Alter, was ist das denn? Wow. Okay, weg mit dem ganzen anderen Quatsch. Wir wollen nur die Mandelcrisp haben. Sehr lecker. Schöne Röstnote, schöner Mandelgeschmack, leckere weiße Schokolade. Gefällt mir richtig, richtig gut. Bisher auf jeden Fall mein Favorit hier. So, wir nehmen dann nochmal was mit Mandelcreme.
Hier haben wir dunkle Schokolade, offensichtlich. Und hier seht ihr die Füllung, eine Mandelcreme und auch mit so kleinen Mandelstückchen drin. Die scheint auch ein bisschen weicher wieder zu sein. Mmh. Auch gut. Boah. Die dunkle Schokolade ist super intensiv, richtig lecker, herbe Note, auch gar nicht so süß. Super gut. Doch, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Schmeckt mir persönlich sehr gut. Hier kommen die Mandeln nicht ganz so sehr durch, weil man halt diese dunkle, intensive Schokolade hat. Aber die ist sehr, sehr lecker. So, jetzt gucken wir mal noch, was die Mousse au Chocolat kann. Ah, scheiße, da wollte ich doch gar nicht durchbrechen. Ich wollte doch hier durchschnibbeln. Hier haben wir die Mousse-Füllung. Ja, also die Kamera, die kann halt manchmal nicht fokussieren, wenn das, was sie fokussieren soll, so klein ist. Da muss man irgendwie die Hand dazu machen, damit sie die Ebene der Hand fokussiert, was sie jetzt gerade auch nicht tut. So. Ja, Mousse-Füllung. Ein bisschen fester als so diese Cookies and Cream-Füllung. Ich hoffe, ihr habt auch was Leckeres zu snacken dabei. Das vierte Stück jetzt hier. Mhm. Ich behaupte mal, von der Farbe ist das Original die gleiche dunkle Schokolade, nur einmal eben mit Mousse-Füllung, das andere eben mit dieser Mandelcreme-Füllung. Hallo. Das ist eine super leckere Schokolade außen. Auch hier, wie gesagt, bitter. Und ich finde, diese Mousse, die geht auch wieder ein bisschen unter, weil das meine ich aber nicht unbedingt negativ. Ich will nur sagen, die Schokolade ist sehr herb und sehr präsent. Deswegen diese Mousse, man hat so eine Art cremige, kakaoigere Note. Schmeckt schon anders als die mit Mandel drin. Aber eben jetzt nicht so, dass man so einen krassen Kontrast hat wie weiße Schokolade und geröstete Mandeln. Da ist der Kontrast einfach größer. Trotzdem super, super gut. Bis auf die Cookies and Cream haben mich die drei Sorten begeistert. Das bedeutet, 3 von 4 kann man kaufen, meiner Meinung nach. Vielleicht habt ihr es auch schon probiert, dann schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst mir auch einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls nicht geschehen. Herzlichen Dank für den Support. Macht's gut und ciao.